Gut, das hat schon mal keiner gehört. Das, Schritt 1 war erfolgreich. Jetzt noch die nächsten 20 und alles ist gut. Ich würde ja gerne diesen Ich hoffe, den kann ich so still zaubern, dass den keiner mitkriegt. Wo ist der denn hier? Was ist denn das für eine... Leichnam, Detra-Verband. Es gab doch hier irgendwann mal Lebende aufspüren. Ach, Leben entdecken, genau, das ist er doch. Okay, da unten. Alter, schluckt der das Mana weg. Das wäre auch eine super Möglichkeit, um Veränderungen zu steigern. Hat gerade 2 Level gebracht für eigentlich nichts. Ja, weiß ich auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Tja, echt unglücklich. Schleichen ist aber echt eine langsame Angelegenheit. Dafür braucht man Zeit. Ja, ein bisschen doof, dass ich gerade nicht gerade die Schleiche aus... Verdammt. Diadem der Schießkunst. Oh Mann, Moment, die lege ich mal kurz direkt mal an. Verdammt, ich hätte vielleicht im Vorfeld dieser, dieses Einsatzes, hätte ich mal lieber die alte Dingsrobe mitgenommen. Gibt's da irgendwas, was das rechtfertigen würde? Ich hätte mich mit Meisterschloss anlege? Ach, egal. Toll. Verdammt. Verdammt. Das Schöne an Meisterschlössern ist, wenn man durch Zufall richtig liegt, dann ist es so gut wie geknackt. Verdammt. Oder auch nicht. Weil da halt ein Pixel schon den Unterschied zwischen absoluten Fehlschlag und Sieg macht. Oh, ein kaiserlicher. Kick an. Eisenerz könnte ich abbauen. Noch mehr Eisenerz. Halt, wo viel Eisenerz? Also wenn man auf Eisenerz steht und auf Bergbau, dann könnte man hier sicherlich, hätte sich das gelohnt, aber so eher nicht so. Die Truhe hatte ich gerade schon, ne? Ja klar, da habe ich gerade das Detoshot 2 hin, ne? Hab die Seite dreimal neu laden? Echt? So schlimm? Bei mir hält sich das gerade relativ in Grenzen, also. Der eine Chat läuft gerade nicht. Also ich hab diesen Chat im extra Fenster. Da hält er eigentlich halbwegs stabil. Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Ja, das ist echt unglücklich. Also eigentlich muss der Schuss stützen, ne? Ist da jemand? Nein. Fuck. Nicht rumschreien, nicht rumschreien, nicht rumschreien. Oh. Ich hatte gerade die tolle Idee, einen Schrei zu benutzen, aber es wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Ja, ich mache einfach zu wenig Schaden, um hier vernünftig schleichen zu können. Naja. F5. Ah, stimmt. F5. Super Idee. Könnte man mal machen. Oh, ich sehe da hinten. Kann ich die durchs Gitter treffen? Oh, das war sehr erfolgreich. Verdammt. Lauf! Oh, das kostet ja Luft. Also dauerhaft. Ich glaube, es könnte ein wenig... Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Was? Alter Schwede. Da fangen sie aber immer an hier mit. Ja, treffe ich was oder nicht? Ja, das ist anscheinend mein Ziel. Und ich glaube, ich habe bitterlich versagt, aber ich hätte es sowieso nicht schaffen können.
Weil wenn ich die Leute nicht mit wenigen Schuss töten kann, ist das ja eigentlich ziemlich sinnlos, so. Also richtig zufrieden bin ich ja mit dem Lauf der Dinge nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, heimlich war das nicht gerade. Na, verdammt. Mach mal Steuerung F4 oder Alt F4. Es ist übrigens Alt F4, das beenden. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile... Oh, das war ein Geist. Ich bin mittlerweile doch zu alt dafür, um darauf reinzufallen. Irgendwann hat man so die meisten Sprüche gehört, die man so benutzen kann, um Leute reinzulegen. Ich sage ja nur die berühmte alte Counter-Strike-Server-Message Press Alt F4 for Aimbot. Immer wieder beliebt. Aber, naja, oh. Wenn er jetzt nicht mit einem Schuss tötbar ist, dann... Oh, verdammt. Na. Hallo? Du hast sie nur in Asche verwandelt? Ist da jemand? Hab ich? Kann ich das mit diesem Meister zaubern? Ja, Junge. Also er scheint mich wirklich nicht zu sehen. Ja, lauf wieder zurück. Ja, guter Junge. Warum hat er eigentlich so einen grünen Pfeil über dem Kopf? Typ, unter der Brücke kann ich dich nicht... Da jemand? Nein, da ist keiner jetzt. Was? Das ist ja echt unglücklich hier. Okay, jetzt werde ich gleich entdeckt. Ich habe mir mit allergrößter Mühe gegeben, den heimlich umzubringen. Ah, ich glaube, das war ein Fehlschlag, diese Mission. Kann man einfach mal so sagen. Ach ja. Zack. Oh, versuchen wir es nochmal mit Schleichen. Ein Unsichtbar mit jedem Blitzzauber, echt? Hm. Wusste ich gar nicht, dass Blitzzauber pulverisieren. Aktivieren Fackelhalter? Fackeln zugefügt, herzlichen Glückwunsch. Ja, so ein Unsichtbarkeitstrank wäre jetzt natürlich der Hammer gewesen und vielleicht eine... Ich sollte vielleicht mal meine Schuhe ausziehen, das könnte helfen. Barfuß. Verdammt. Ist da jemand? Hier ist keiner. Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe versagt, wa? Na egal, mal sehen, was Buit hier dazu sagt, dass es möglich war zu schleichen. Ich will den nicht anlegen. Du bewegst dich leise und Gegner, die zu nahe kommen, allein 5 Uhr. Ach so. Des Speicherns. Ausdauerabsehen. Ja, ich möchte diesen Ebenherzpanzer eigentlich nicht anlegen, weil ich weiß, das geht gleich übel schief. Somit, du hast versagt. Na gut, machen wir's mal. Wo ist denn der? Da. Ihr habt euch gut geschlagen, mein Champion. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Ein Kunststück, das nur wenige fertigbringen. Aber ich habe wirklich niemanden heimgejubelt gebracht. Ich werde euren Namen auf der Tafel der absoluten Finsternis eintragen. Nett. Ihr dürft meine Ebenerzrüstung behalten. Als Zeichen meiner Wertschätzung für den neuen Champion. Ihre Eigenschaften werden mit euren Talenten harmonisieren. Geht nun. Ich habe Fäden zu ziehen, die meine ganze Aufmerksamkeit erfordern. Aha. Ihr könnt eures eigenen Weges gehen, wohin er euch auch führen mag. Und vergesst eines nie. So wie ihr es wollt, soll es auch geschehen. Toll. Gut, ich habe also eine minderwertige Rüstung gerade gekriegt, das ist ja toll. Und was heißt hier meine Fähigkeiten? Wenn die meine Fähigkeiten unterstützen sollte, bräuchte die eher so 20 plus alle Zauber. Am besten prozentual. So, hier, guck mal, Gold, Dietriche. War große Veränderung? Ist das das, was ich denke? Ja, okay, gut, das ist sinnlos. Was mir gerade noch einfällt, man kann noch, glaube ich, Rüstung so verzaubern, dass man unglaublich wenig Mana verbraucht für Feuerzauber zum Beispiel oder generell Zerstörung.
So, gerade eigentlich könnt ihr eigentlich nochmal hier das, den Feuersturm nochmal einsetzen. Alter, er kostet 543 Mana. Oh. So viel habe ich gerade mal. Also ich habe 500, aber trotzdem. Ist hier noch irgendjemand? Schade. Warum baue ich jetzt eigentlich gerade rund um Erz ab? Kann man? Hm. Ja, ich weiß, dass es einen Unsichtbarkeitszauber gibt. Nur habe ich den nicht, weil ich in Veränderungen eine Niete bin. Bin einfach nur ein Noob. Ich kann keine Veränderungsmagie. Bin total schlecht da drin. Ja, gut. Jetzt habe ich Corundum-Erz abgebaut. Das wollte ich zwar nicht, aber habe ich jetzt halt gemacht. Gibt es hinten eigentlich nur irgendwas? Ich würde jetzt eigentlich gerne meinen vollen Flammenwandzauber nochmal einsetzen. In der Hoffnung, dass er mich nicht gleich töten wird. Oh, guck mal hier, Heiltränke und... Alter. Voll gut. Okay, hier war ich vorhin. Ach so, das... Ach, hier ist es. Das habe ich vorhin bloß übersehen. Das ist... Ich weiß wieder, wo ich bin. Tödliches Gift der Furcht. Alles klar. Ich Milabor, bringt mir eh nichts. Hallo, Banditen raufbeuten. Nee, dich hatte ich schon. Verdammt. Ja. Hm. Also bin ich ja ein bisschen überrascht, dass Boetia ja trotzdem zufrieden war, obwohl ich eigentlich mir ziemlich versagt habe im Sinne des Auftrages. Naja. Was soll's. Wir laden und laden. Um Fertigkeiten zu verbessern, musst du sie einsetzen. Ach, sag an. Wie kommen wir denn darauf? Ich fällt gerade ein, ich hätte auf YouTube vielleicht nochmal verkünden sollen, dass ich jetzt livestreame. Na, jetzt ist es spät dafür. Ich muss dringend mal diesen, ich habe einen Abonnenten, der hat selber 9000 Abonnenten und der hat mich in seinen hervorzuhebenden Kanälen reingehauen. Das finde ich total freundlich von dem. Das ist einer, der stellt Mods vor für Skyrim. Den muss ich eigentlich mal direkt fragen und hoffen, dass der mir antwortet. Bei 9000 Abonnenten kann das durchaus sein, dass es nicht mehr passiert. Ob der mal ein paar Abonnenten fürs Let's Play empfehlen würde, weil langsam aber sicher werden die ganzen Aufträge hier wirklich weniger. Also die spannenden, die gut gemachten, meine ich. Deswegen müsste ich den eigentlich mal fragen, ob er mir so freundlich wäre, mir vielleicht mal wirklich ein paar gute Mods sagen kann, weil ich habe jetzt zwar schon die ganzen Mod-Datenbanken mal angeguckt, aber Naja. So richtig was finden kann ich auch nicht. Irgend so ein zig Millionen Haarmod habe ich schon gesehen. Der sah ganz nice aus, aber Charaktererstellung ist ja bei mir doch jetzt schon ein bisschen länger her. Wo ist eigentlich mein Pferd? Achso. Mein Pferd rennt irgendwo draußen rum. So, ich muss jetzt Gegner finden. Da hinten brennt irgendwas. Das sieht sehr gut aus. Vielleicht sind da Gegner, die ich töten kann. Logisch hast du nicht. Der ist auch Illusion. Ein Pferd. Das wird mich retten. Noch ein Pferd. Pferdefell. Oh, eine verbrannte Leiche. Ja, was hier wohl geschehen mag sein. So, okay, dann versuche ich mal noch was. Und zwar Drachenfall. Temporär. Zur Bohnen mit dir. Oh, ich sehe gar nicht mal so gesund aus. Das ist egal. Oh, ich sehe gerade, das wird gleich richtig heftig failen. Ja. Für richtig gute Mods musst du noch warten, solange ist das Creator-Kit noch nicht draußen. Naja, mittlerweile doch schon 2 Monate, glaube ich. Ich habe das nicht so im Überblick, ich weiß. Also für Morrowind hatte ich mal so einen Mod, der hieß, also, der Mod war es nicht, es hieß Tamriel Rebuild, die haben halt, ausgehend von Morrowind die komplette, Alter, macht der viel Schaden mit seinem Planschlag. Das war auch schon mal mehr, weniger. Haben die halt die komplette Welt nochmal, also die gesamte Elder Scrolls Welt nachgebaut, das war ein riesen episches Projekt, aber der letzte Stand, den ich davon hatte, war halt nur die normale Landschaft, ohne, war halt nur die Welt an sich, also ohne NPCs, ohne alles, waren halt lauter nur statische Sachen. Das war zwar ganz hübsch so, aber... Naja, es war halt sehr tot, die Landschaft. Also sie war richtig tot. Da waren sie nicht mal Viecher rumgelaufen. War halt auch noch Morrowind. Da konnte man noch nicht so viel machen. Ja, Spei Feuerdrache. Sehr gut, sehr gut. Also nicht mich beißen, nicht mich beißen. Und auch nicht mit den... Oh Gott. Höchste Heilung? Na gut, das sollte reichen. Ah, na. Ach komm, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich.
Also es wäre nicht der erste Drache, der mich mit seinem letzten Schlag noch umbringt, während ich ihn umbringe.